So, wo waren wir denn noch nicht? Wald haben wir, glaube ich, gemacht. Wüste haben wir gerade gemacht. Das haben wir auch gerade gemacht. Gucken wir mal. Ah, ne, das ist ja auch nicht. Haben wir denn Berge? Schauen wir mal. Okay, den haben wir gemacht. Dann fehlt nur noch einer. Haben wir den gemacht? Haben wir den Erzmagier gekillt? Nee, haben wir nicht. Stimmt, weil wir nur den gemacht haben zum Farmen. Ich erinnere mich. Ja, den Magier der Wiesen, ne? Leute, den kennen wir ja. Jetzt hat er natürlich den Vorteil, dass er gleich sein Wiesenfeld hat. Aber ich glaube, ich meine, der hat 150 Mal von uns auf die Fresse bekommen. Und ich glaube, er weiß, was ihn jetzt erwartet. Der arme Kerl. Tut mir ein bisschen leid jetzt. Ja, aber so ist das Leben. Hart und ungerecht. Ja. Kann nix, der Boy. Konnte noch nie was. Das Millennium-Schild? Nee. Ja, hat der Erzmagier überhaupt ein Millennium-Schild? Der normale bin ich mir 100.000 Milliarden Prozent sicher, dass das hat. Aber der Erzmagier, den kenne ich gar nicht. Weil den bekämpft man halt nicht. Weil der bringt nur Bullshit im Vergleich zu seinem Lakai. Den wir hier mal so nebenbei abschlachten. Ja. Kann nix. Kann nix, der Dude. Ich weiß auch gar nicht, wo gehen wir denn hin, wenn wir alle Magier besiegt haben? Wo gehen wir denn dann hin? Raketenfisch. Also, ich glaube, nach den Magiern ist schon das Ende des Spiels quasi für uns. Vielleicht brauchen wir auch gar keinen Stream mehr zum Kartenfarmen. Kepura, genau, das war der, den ich meine, ja. Warum soll ich mich verteidigen gegen dich? Du bist keine Gefahr. Obwohl, in vielen Foren, ja, zu dem Spiel steht, dass der der beste Erzmagier ist. Und ich glaube, weil er den Torwächter hat. Ich glaube, das ist auch den Torwächter sein Feld hier. So, wir nehmen ihm erstmal seinen Vorteil. Dann nehme ich auch einen Schlag für in Kauf. Weil wenn er einen Torwächter hat. Hat er. 4250. Das ist hart. Das tut weh. Okay. Aha. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf Sonne und haben den Vorteil. Ja, dadurch, dass er halt keinen Sogen mehr hat, ist unser Drache stärker als sein geboosteter Torwächter. Geboostet, ne? Ich muss mich nicht mal boosten hier. Machen wir das so. Pushen wir ein bisschen jetzt. So, selbst dagegen kommt der Torwächter jetzt nicht mehr an. Sayarü. Ja, der ist wirklich stark. Ich frage mich gerade, warum er Sayarü hat. Hat er denn so viele Drachen? Was geht mit dem ab? Okay, also der Torwächter war krass. Aber zum Glück hatten wir unseren MB-Drachen auf der Hand. Drache mit Ersatzkopf. Ah, cool. Kann man mal mitnehmen. Tschüss. Da bekommen wir jetzt das Millenniumsauge. Ja, der Millenniumstab fehlt natürlich noch von Heshin. Ja, haben wir. Der große Schrein.
gucken gleich, wo das ist. Aber erstmal, ne? Speichern! Wo ist denn der große Schrein? Ach so. Oh. Okay. Das ist gleich der da. What? Warum? Leute. Ich find's gut, dass er uns hilft. Das Bild kenne ich noch. Aber die Magier sind stark, glaube ich. Die jetzt noch kommen. Ja. Sebek und Neku. Wir müssen beide nacheinander besiegen. Also jetzt wird's wirklich... Wir müssen jetzt Kämpfe machen, ohne zwischendrin speichern zu können. Heißt, wenn wir einen verlieren, müssen wir alles nochmal machen. Und das kann durchaus mal passieren. Ja, weil jetzt wird's richtig heftig. Weil die Leute, die machen jetzt keine halben Sachen mehr. Die gehen richtig ab. Bringen uns nichts darum. Weg damit. Okay, schwarzer Magier. Time to shine. Befürchte jetzt, dass er einen Totenkopfdrachen legt oder so. Oh. Warum greifst du mich nicht an? That's weird. Dann greife ich dich an. Metallsohr. Bringt dir aber nichts im Yummy Field, ne? Du musst dein Deck schon dein Feld ansprechen, Junge. Das bringt nichts, wenn du da am Anfang einen Feldvorteil hast und den nicht ausnutzt, ne? Da reden wir nochmal drüber. Ich ziehe aber auch die ganzen Yummy-Viecher dann fies. Ja, das bringt ja auch nichts. Okay, der war einfach. Keine Gegenwehr. 3000 ist halt nichts mehr, Leute, ne? 3000 ist ja schon Standard. Also das ist ja Minimum, was man bringen muss. Krasser Clown, ey. Der ist echt der krasse Karte, Mann. Das ist schon echt nicht schlecht, ey. Ja, Neku ist krasser. Erstmal was trinken auf den ganzen Stress hier. Wieder Yummy Field. Okay. Das ist nicht gut. Wie wär's denn? Ich probiere mal, ob das geht. Aber ich glaube nicht. Ob die Zauberkarte aktiviert wird. Nee. Ja, ist auch okay. Dann kann ich erstmal gucken, was er hat. Ein schwarzer Magier. Okay. Das kriege ich hin. Aber nicht so. Nicht gut. Ich muss natürlich auch jetzt Angst haben vor Raigeki. Weil selbst wenn ich jetzt Meteor-B-Drachen aufs Feld lege, könnte es ja sein, dass er Raigeki auf der Hand hat. Diese hässlichen schwarzen Magier. Ah, ich ziehe den Schädelritter, das ist okay. Hauen wir mal einen weg. Bitte jetzt kein oder bitte kein schwarzer Totenkopfdrache jetzt so, ne? Das wäre total cool. Okay, das ist kein Raigeki. Und da geht Death. Jetzt sind wir am Zug.
Ja, weißt du, und auf einmal ziehen wir alle guten Karten halt nach, ne? Das ist. Okay, er hat keinen Schutzsternvorteil. Ja, hier macht Hyuga Sinn, weißt du? Ich mag das nicht, wenn er die letzte Karte nimmt in seinem. Okay. Schädelritter ist echt gut, weil ab jetzt ist, glaube ich, immer Yami Field am Start. Die Kuri-Box hat er auch, okay. Ja, der hat mir schon echt unter Druck gesetzt jetzt, ne? Das war kurz vor knapp jetzt gerade. Er kann immer noch gewinnen. Wenn er jetzt, keine Ahnung, Ultradrache legt. Ich glaube zwar nicht, dass er den hat, weil ich glaube, Seto 3 ist der Erste, der den hat und der dauert noch kurz. Da müssen wir auch ohne Lose hinkommen, Leute. Ne? Das ist die Voraussetzung, dass wir nicht verlieren jetzt. Bam. Easy. War voll easy, ja. Riesenameise. Meine Macht. So. Okay, Heishin. Das ist jetzt schon Heishin 2? Oder ist es immer noch der normale Heishin? Das ist die Frage. Der normale Heishin wäre schon stark genug, also Heishin 2 ist noch ein bisschen härter. Ich hoffe nicht, dass er das ist. Okay. Das ist das Erste, was wir tun. Weil ich nicht glaube, dass er Yami hat. Oh, fuck. Okay, wir müssen Raigeki ziehen, sonst ist es vorbei. Wir haben verloren. Megamorph. Das war unlucky. Das war's. Also, warte mal. Die Musik ist cool. Ich hoffe, dass er ein Monster spielen muss. Also, dass er mit dem B-Drachen angreifen muss. Ja. Ist nur die Frage, wie viel Damage macht das andere Ding. Problem ist, wir besiegen Megamorph nicht. Also egal, was ich tue. Wir hätten zwei Verstärkungskarten ziehen müssen jetzt und den B-Drachen. Wir können halt nichts gegen Megamorph ausrichten. Schade. Ich glaube auch, das ist Heishin 2. Der normale Heishin hat, glaube ich, keinen Megamorph in seinem Deck. Yo. Okay. Ah. Heishin 2, ja. Das habe ich mir gedacht. Ja, Megamorph ist schon hart. Boah. Krass. Das war echt krass. Also, meinen größten Respekt an Heishin. Ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen Pegasus im Pau machen. Versuchen vielleicht einen Drachenschatz oder so zu bekommen. Dinger haben wir denn? Ja, fehlen noch 200.
Ah, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr. Ich werde das. Ah, Seto 2 ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, den haben wir leider verpasst hier, den Dorfbewohner 3, den alten Sack. Ich werde jetzt die Farmrunde gegen Pegasus, wo ich das im hier im Zeit. Es ist ja kein Zeitraffer, ich habe ja einfach die Duelle übersprungen und nur das Ergebnis immer gezeichnet und aufgenommen. Die werde ich jetzt nach der Folge erst hochladen, weil ich wahrscheinlich jetzt nach der Aufnahmesession ein bisschen Tech-S noch versuche. Das ist dann halt noch die Frage, ob dann überhaupt noch. Also, ob dann überhaupt noch ein Stream kommt, wo wir farmen. Weil ich kann jetzt nicht die Woche streamen, weil die Folgen noch nicht online sind, wo wir die Karten gefarmt haben, normal. Also wäre halt nicht aktueller Stand, wenn ich das mache. Ja. Ah. Darum wird vielleicht kein Stream mehr kommen, je nachdem, wie gut wir Megamorph jetzt farmen können. Wir haben es ja noch nicht einmal. Ja. Ist schade, dass Heisen 2 jetzt mit diesem hässlichen Megamorph angekommen ist. Ich weiß gar nicht, kann man das sich per Code holen? Für 800 oder ist das teurer? Das weiß ich gerade nicht. Megamorph. Schauen wir mal. Jäger der Seelen. Machen wir noch einmal. Ja, ist halt Luck, ne? Pegasus im S-Tech. Ob er das Scheißding droppt oder nicht, ist halt wirklich Luck. Die meisten schreiben, ja. Der eine hat nach 20 Siegen dreimal Megamorph gehabt. Der eine nach 100 erst einmal. Ne? Aber halt alles im S-Tech, ne? Ist halt schon nervig. Ich hab's halt auch noch nicht. Ich hab bestimmt auch schon 15 S-Techs gemacht. Oder mehr. Weiß es nicht. Aha, habe ich schon 15 Stück? Ich weiß. 10 auf jeden Fall. Also 10 habe ich safe. Ja, aber ich weiß ja, dass Pegasus auch im Po-Rang teilweise mal eine gute Karte fallen lässt. Gerade so Drachenschatz oder so. Was auch hilfreich wäre. Die muss halt erstmal fallen lassen. Ne? Also Po-Rang geht ja easy peasy, ja? Das geht super schnell, aber S-Tech. Ich weiß, es geht auch ohne Deckout, aber da bin ich zu blöd für. Normales S-Tech ist schon schwer, ohne, also mit Deckout. Den rechten Arm der Exodia. Ja, die Duelle gingen gerade schneller, als ich dachte. Wir machen noch eins. Wie gesagt, das machen wir zum Ende der Folge noch ein bisschen. Ach, den haben wir ja schon. Ach. Kacke, ist natürlich exakt das gleiche Teil. Exodia ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Aber ich glaube, gegen Heisen 2 hat man die Zeit nicht dafür, überhaupt daran zu denken, die Exodia-Teile zu sammeln.
packt der Megamorph aus? Die kleine Hure. Ey. Ich wusste gar nicht, dass Heishin 2 Megamorph hat, Alter. Wie unfair ist das denn auch? Ich brauche Megamorph Minimum einmal. Sonst werde ich das Spiel nicht schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist. Das ist safe. Ja, ich brauche. Einmal Megamorph ist Pflicht. Und mein linkes Bein schläft gerade ein. Das ist natürlich super, ja? Fuck you, Bein. Steh auf. Torik. Das ist crappy. Und damit sage ich auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen für diese Let's Play-Folge, die nicht so verlaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte. Auf Wiedersehen. Tschö.